Guten Tag, liebe Freunde von Schone Auto, Brokos International in Fort Lauderdale, Florida. Und hier eine fröhliche Premiere mit Verspätung. Bestellt Juni 2020 und nun kommt der erste. Hier sehen Sie, voller Vorfreude oder nur in erfüllter Freude, präsentiert stilgerecht von Tommy Lee Jones in Blond, ein 2021er Ford Bronco in der Badlands Ausstattung, hoch ausgestattet mit Sasquatch Paket, wie man an den Reifen erkennen kann, mit High und Lux Paket, also sehr schön ausgestattet. Ist das jetzt ein ganz neues Modell von Ford in Anlehnung also an den Bronco aus den 70ern. Ein hochgeländegängiges Fahrzeug. Das kommt mit zwei Motorisierungen. 2 Liter Vierzylinder Turbo und 2,7 Liter. 2,3 und 2,7 Liter. Der hier ist der 2,7 Liter Sechszylinder. Der bringt es auf 315 PS. Natürlich Allrad. Hier in Shadow Black, also eher eine, sag ich mal, vorsichtige Farbe. Den gibt es auch in ganz verrückten Farben wie Orange etc. Der Wagen hier hat das Soft Top. Also es ist ein komplettes Cabrio, es lässt sich alles öffnen. Viele Dinge lassen sich dort rausbauen. Das ist ein ganz verrücktes Auto. Liegt sehr hoch, wie man sehen kann. Sehr geländegängig. Auch die Höhe ist natürlich auch gut bei Wasserdurchfahrt. Er hat das Tourpaket, also man kann mit dem auch ziehen. Das Ersatzrad hinten. Hier kann man auch die 360-Grad-Kamera sehen, oder einen Teil davon. Es gibt sehr viel zu erzählen über dieses Auto und es ist auch nicht der letzte, den wir bekommen. Schauen wir kurz in den Kofferraum. Schön ist, dass der hier viele Optionen hat. Man muss mittlerweile ja bei allen Fahrzeugen neuerer Herstellung immer alles offen haben. Die Zentralverriegelung muss ja offen sein, damit man den Kofferraum aufmachen kann. Naja, Sicherheit, Sicherheit, Sicherheit. Ja, hier kann man sehen, massig Platz, auch ganz bewusst. Nur 2 Sitzreihen. Hier ist auch noch mal Stauraum und Wagenheber. Und auch das Dach kann man komplett öffnen. Aber das lassen wir so weit. Heiß ist es auch. LED-Lampen drumherum. Den ganzen gibt es dann auch als Zweitürer. Der schaut auch ganz jeck aus, wie der Kölner sagt. Die Offroad-Fähigkeiten sind da besser, aber natürlich weniger Platz. Schauen wir hier rein. Schön sind auch hier diese farblichen Akzente und die Nähte. Hier oben halt das manuelle Softtop. Leder, Kunstleder, denke ich mal. Jetzt sitze ich hier hinten, also man hat satt Platz und einen guten Kofferraum. Ein schönes Fahrzeug, großes Display, der hat das Sync 4. Das ist auch schon neu. Hier sieht man die Gold Modes, verschiedene Car-Modi, Allrad, Front. Und hier das große Display, Mehrzug- und Klimaautomatik. Sitze sind bereits belüftbar. Bang & Olufsen Soundsystem. Und auch hier Kopfstatus. Differential, verschieden zuschaltbar. Und man kann viele Sachen machen. Auxiliary Modes, da oben kann man belegen. Wir machen gleich nochmal das Dach mal auf. Wie gesagt, das ist manuell. Und dann kann man das so anheben. Ich komme mal von der Seite. Und man sieht auch, das Fahrzeug liegt sehr hoch. Man wünscht sich fast eine Einstiegshilfe. Hier das Dach,
Wie gesagt, lässt sich komplett öffnen. Wenn man unten reinschaut, der hat einen Stein. Stoßdämpfer, der hat das Ross. Das ist jetzt ein Fahrwerk. Also extreme Geländegängigkeit, auch getestet worden. Und das Ding ist besser als ein Jeep Wrangler. Steigt hier noch mal kurz ein. Alle Schlüssel, Windows-Sticker, Werkzeug, Handbuch, ist alles da. 360 Grad Kamera, ist auch noch da. Beheizbares Lenkrad. Sehr schön, und es gibt ganz viele verschiedene Ausstattungsmöglichkeiten. Er hat 200 verschiedene Optionen, die man wählen kann. Das ist verrückt eigentlich, was man da macht. Dann schön finde ich auch noch hier diesen Haltegriff. Auch Fabi abgesetzt für den Beifahrer, wenn es da mal wirklich wild zugeht im Gelände. Und das ist ein Bestandteil des Sasquatch-Pakets. Das sind diese 35 Zoll Goodyear Reifen. Und da kann man auch mal sehen, wie hoch der liegt. Da die Stoßdämpfer, der Bodenschutz. Ganz viele Optionen, viele Farben, zweitürig, viertürig, Hardtop, Softtop. Es gibt Probleme mit dem Hardtop. Hier in Florida reicht das Softtop aus. Die Klimaanlage arbeitet hervorragend. Hier dann der Motor, 2,7 Liter, 6 Zylinder EcoBoost. Nicht so laut wie die üblichen Motoren, die wir so haben hier, liebe Zuschauer. Und er bringt noch 315 PS, das reicht völlig aus. Vielleicht wird es mal irgendwann einen 8 Zylinder geben. Es soll ja eventuell ein 2022er Bronco Raptor geben. Also es wird ihn geben, aber es gibt noch keine Details für das Fahrzeug. So, ich hoffe, das war genug für das erste deutsche Video. Es folgen mehr. Wir, das Team von Schone Autobrokers und Tommy Lee Jones und Blond, wünschen Ihnen, lieber Kunde, allzeit viel Vergnügen und gute Fahrt mit Ihrem 2021er Ford Bronco Badlands in Shadow Black und Lederschwarz in. Da wir uns hier nun schon mal in so einem deutschen Speditionsparler befinden, bewegen das Fahrzeug nun ins Warenlager und dann wird es bald und zügig transportiert zu unserem freundlichen deutschen Käufer und auch ohne Cowboyhut fahrbar, das Ganze. Also wirklich cooles Ding, wir freuen uns alle. Kommen noch mehr. Vielen Dank und auf Wiederhören.